Moin, liebe Leute. Viele von uns kennen Jürgen Domian. Wie ich seine Sendung kennengelernt habe, was er für mich für ein Mensch ist und wozu er mich inspiriert hat, das erfahrt ihr heute bei Luis Esper. In dieser Ausgabe geht es einmal um Jürgen Domian. Viele kannten ihn bis vor 2 Jahren noch als den Nacht-Talker bei 1Live und dem WDR, der Nacht für Nacht dafür gesorgt hat, dass sich viele Menschen besser fühlen oder sich einfach mal etwas von der Seele quatschen konnten. Ich habe seine Sendung leider erst dann kennengelernt, als sie kurz vor dem Ende stand. Bis dahin dachte ich nämlich, dass die Sendung Domian eine Anspielung auf Domina ist, und da die Sendung immer nachts lief, habe ich gedacht, das hat irgendwas mit was Schweinischem zu tun, und die wollte ich mir nicht angucken. Und ich habe nie wirklich geguckt, was das wirklich war. Hätte ich es früher gewusst, hätte ich bestimmt mal bei Domian angerufen. Ich finde das Konzept von der Sendung Domian super, denn auch wenn sich zwar Leute mit psychischen Problemen oder schweren Krankheiten vielleicht lieber an einen Psychologen wenden sollten, um professionelle Hilfe zu bekommen, können sie sich einfach mal von der Seele quatschen, was sie bedrückt, und sich mit jemandem unterhalten, der eben kein Psychologe oder kein ausgebildeter Pädagoge ist, sondern einfach nur der Zuhörer oder jemand, der einfach so redet, mit jemandem von Mensch zu Mensch. Jürgen Domian hat für mich eine hervorragende und eine super respektvolle Leistung vollbracht, denn er hat das Nacht für Nacht gemacht und er hat das 21 Jahre gemacht. Und auch wie Domian mit den Menschen geredet oder argumentiert hat und über verschiedene Themen einfach sich ausgelassen hat oder einfach ein offenes Ohr gehabt hat, finde ich bravourös. Ich hätte mich persönlich gerne mal mit Jürgen Domian unterhalten, aber dazu ist es nie gekommen und dazu wird es wahrscheinlich noch nie kommen, denn er hat ja nun aufgehört. Und Jürgen, falls du das siehst, du bist ein toller Mensch und ich würde mich gerne mal mit dir unterhalten und mit dir mal sprechen, was dich zu diesem Projekt bewogen hat und was dir diese Kraft gegeben hat und was dir diese Persönlichkeit gegeben hat, so offen und so toll mit Menschen zu reden und ihnen zu helfen. Kommen wir jetzt aber mal zu dem Punkt, der mich überhaupt bewogen hat, dieses Video zu machen. Mir ist bewusst, dass Domian schon länger aufgehört hat und sich schon länger nicht mehr mit dieser Sendung beschäftigt hat. Aber was ich daraus jetzt ziehe, ich bin auch ein Mensch, der sehr gerne und sehr viel Leuten zuhört. Und ich bin ja auch sehr offen und versuche, jedem Menschen zu helfen, der hier unter meine Videos schreibt. Und ich habe gemerkt, dass ich sowas auch machen möchte. Ich möchte so vielen Menschen wie möglich helfen. Ich möchte Menschen nahe sein. Ich möchte Menschen ein offenes Ohr oder einfach nur einen Rat geben, wenn sie meine Hilfe brauchen oder einfach mal reden möchten. Was möchte ich machen? Was möchte ich euch fragen? Ich möchte euch fragen, hättet ihr Interesse? Hättet ihr Lust? Wüsstet ihr, wie ich das anstellen kann? Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die Probleme haben. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die Geschichten erzählen wollen, die einfach nur mal reden wollen, die quatschen wollen. Und ich möchte eine Sendung, ein Konzept entwickeln, einer Sendung, wie auch immer ich sie aufziehe, die Domian ähnelt. Ich möchte Domian nicht kopieren oder nicht klauen, denn das war eine eigene Sendung und es hatte seinen eigenen Stil und seine eigenen Sachen, die dort vorkamen. Aber ich möchte sowas Ähnliches machen. Ich möchte, dass ich mich mit euch unterhalten kann und auch mit Leuten, die jetzt keine Behinderung haben, sondern irgendwelche anderen Probleme oder einfach Sachen haben, über die sie reden möchten, möchte ich mich mit euch unterhalten. Wie ich das Ganze aufziehen soll, dazu brauche ich eure Ideen, dazu brauche ich eure Meinung. Geht das überhaupt? Ist das möglich? Was haltet ihr davon? Würdet ihr anrufen? Würdet ihr euch mit mir gerne unterhalten? Wenn ja, wie? Ein klarer Gruß geht raus an Gnichel. Hallihallo, mit dem habe ich auch die letzten Tage darüber geschrieben. Er macht ja auch eine Sendung mit dem Namen Call Gnichel. Ihr findet seinen Kanal unten auch in der Videobeschreibung. Und er hat sich auch von der Sendung Domian inspirieren lassen und macht jetzt auch so eine Art von Sendung, wo er selber Themen vorgibt und über die man mit ihm reden kann. Call Gnichel, seinen Kanal und auch seinen normalen Kanal findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich bitte euch, wenn ihr Interesse habt, schreibt eure Meinung unten rein. Und wenn ihr die Idee gut findet, aber selber kein Interesse habt, teilt bitte dieses Video, denn ich möchte möglichst viele Menschen damit erreichen. Ich möchte möglichst vielen Menschen diese Möglichkeit geben, sich mit einem neutralen Menschen wie mir über alles Mögliche
zu unterhalten. Und das denke ich mal, dass ich das auch sehr gut hinkriege. Ich habe schon vielen Menschen helfen können, indem ich einfach nur rede. Und ich meine, reden ist manchmal besser, als einfach nichts zu sagen und sich alleine mit dem Thema auseinanderzusetzen, das einen bedrückt oder das einen beschäftigt. Also lange Rede, kurzer Sinn. Hättet ihr Lust dazu? Wenn ja, gerne unten in die Kommentare. Gebt mir Anleitung, gebt mir Tipps, wie ich das Ganze aufziehen kann. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann.